Es gibt eine Welt, wo wir alle verbunden sind. Alle. Überall. Wo wir alle dazugehören. Wo alle Zugang zu Information, Bildung und Chancen haben. Wenn alle und alles miteinander verbunden sind, ist alles möglich. Cisco, the bridge to possible. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Virtual Espresso. Heute zum Thema Wi-Fi Innovation. Als Präsenter habe ich den Robert heute dabei. Und bevor wir starten, kurz ein paar Housekeeping-Themen wieder. Bitte nutzt für die Fragen das Q&A-Panel. Da ist auch der Adrian Wenger dabei, der uns tatkräftig unterstützt. Ursprünglich war geplant, dass auch Anna Soberauer mit dabei ist. Sie ist leider krankheitshalber ausgefallen, beziehungsweise wir haben ihr gesagt, sie soll im Bett bleiben und ihre Stimme schonen. Zum Chatten gibt es ebenfalls eine Funktionalität, also eine Funktion drin. Aber eben, für die Fragen nutzen bitte das Q&A-Panel. Und dementsprechend wollte ich auch gar nicht mehr viel länger werden und auch den Robert dazuschalten. Sali Robert, herzlich willkommen zum heutigen Virtual Espresso. Es freut mich, dass du dich bereit erklärt hast, das Thema Wi-Fi zu übernehmen. Und dementsprechend würde ich sagen, the stage is yours. Mein Name ist Robert Rosenberger, wie Patrick schon eingangs erwähnt hat. Und ich bin der Wireless-Spezialist in der Schweiz, in der deutschsprachigen Schweiz. Darf euch heute folgendes Thema präsentieren. Anfangs werden wir uns über die neue Technologie, weil wir möchten ja heute über das Wi-Fi der Zukunft sprechen, Wi-Fi 6E, um was geht es da jetzt in 6E, was sind da so Benefits für Sie als Kunde und auch als Partner. Dazu gibt es natürlich ein gewisses Produkt-Overview, was hat denn Cisco hierzu Neues herausgebracht. Natürlich sprechen wir auch über das Thema Dini Center, wie integriert Wi-Fi 6E, wie integrieren unsere neuen Access Points in Dini Center Assurance. Weiters eine spannende Thematik ist die Migration. Hier geht es nicht um Access Point Migration, sondern Migration auf Wi-Fi 6E Geräte. Hier geht es vor allem darum, gewisse Sachen bewusst zu wissen, vor allem wenn es darum geht, wie viel PoE-Power die Access Points benötigen, was muss ich alles bedenken, wenn ich auf Wi-Fi 6E migriere. Dini Spaces Integration dieser Access Points, ganz, ganz spannendes Thema. Hier haben wir was ganz Neues vorbereitet für Sie, inklusive, glaube ich, einer kleinen Demonstration in Form von einem Video. Und ganz am Schluss Software Solution Compatibility, da geht es darum, ab wann sind welche Geräte unterstützt in unserem Softwarecode iOS XE. Ich starte mit einer kurzen Historie. Wi-Fi ist ja schon gewiss nicht in die Jahre gekommen, Gott sei Dank, sondern es ist sehr evolving, eine Evolution von Wi-Fi passiert. Seit 1999 geht es eigentlich, wie man hier sieht, stets vorwärts, jetzt nicht nur in Datenraten. Am Anfang hat man begonnen sogar mit 2 Megabit, 11 Megabit, jetzt sprechen wir schon von Gigabit. Genauso darum, eben, wie viel Bandbreite können wir im Spektrum verwenden. Also wie man hier sieht, ist eine Vielzahl geschehen, aber wie man auch sieht im unteren Dreieck des Bildes, es gibt eine Vielzahl von Geräten, die bereits auf diesem Wi-Fi funken. Das möchte ich ganz kurz eigentlich auf dem Bild darstellen. Also man sieht das hier ganz gut dargestellt, wie Wi-Fi eigentlich heutzutage aussieht. Wir haben hier alte Autos, wir haben neue Autos, wir haben Sportwagen, wie der eine Herr hier auf dem Bild ersichtlich. Er könnte viel, viel schneller, aber er muss dementsprechend, weil Wi-Fi oder auch wie hier in dem Stau signalisiert, dementsprechend die Geschwindigkeit gehen, was die anderen, vielleicht mitunter älteren Geräte an Möglichkeiten haben. Wenn wir zurückgehen, ein bisschen mehr in die IT,
dann sieht das eher so aus, dass wir auch kennen, wenn wir in das Spektrum hineinsehen, in 2,4 GHz auf der linken Seite und 5 GHz auf der rechten, haben wir oft eine Vielzahl von einerseits SSIDs von verschiedensten Funkzellen, die ausgestrahlt werden. Andererseits sind aber genau auf diesen verschiedensten SSIDs eine Vielzahl von Geräten, sei es jetzt B-Clients, G, A, AC, N-Clients, AX-Clients, also wie man sieht, es gibt eine Vielzahl von Geräten und immer so der kleinste gemeinsame Nenner ist eigentlich der, wo das Funknetz dann eben drauf funkt, auch die Geschwindigkeit zur Verfügung stellt. Das kurz zusammengefasst als die aktuellen Challenges, die wir haben. Einerseits ganz klar zu viele Geräte, da meine ich eher zu viele alte Geräte, also zu viele verschiedenster Art, wie schon angesprochen, verschiedensten G, N, AC-Clients. Dann gibt es natürlich eine gewisse limitierte Nummer von reusable Channels. Wir haben Radar-Detection auf 5 GHz, das heißt, wir haben die unteren 4, 36, 40 und so weiter, haben wir nicht Radar-detected. Aber alle, die darüber gehen, sind eigentlich damit DFS versehen. Das heißt, ich muss auf Radar hören und dementsprechend habe ich gewisse Mechanismen, einerseits mit RF-ASIC zum Beispiel zu verwenden, dass mir da eingehend schon hilft. Aber DFS ist halt einfach etwas, was wir nicht wegschalten können in Software, sondern das müssen wir immer berücksichtigen und noch kontrollieren. Und vor allem ja, Legacy-Geräte, das macht uns natürlich dementsprechend nicht Kopfschmerzen, aber Legacy-Geräte bremsen uns etwas aus. Was würden Sie davon finden, wenn wir jetzt alle Sportwagen haben oder alle haben Clients, wo wir auf einer freien Autobahn, also in einem freien Spektrum in der Hinsicht jetzt Wi-Fi fahren könnten? Das soll eigentlich ganz klar und ganz easy darstellen. Die Fahrtrichtung können wir jetzt diskutieren, wo wir auf welcher Seite fahren. Also dieses Bild ist eher so zu sehen, dass man einfach sieht, wir haben hier wirklich freie Autobahnen und alle Autos sind gleich schnell und somit können wir diese Kanäle in Form von Fahrspuren auch dementsprechend so schnell wie möglich auch nutzen. Gemeinsam Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E, das sind jetzt nicht Technologien, die sich quasi auslöschen oder sich ersetzen, sondern sie erweitern sich. Das E steht für Extension, also für die Erweiterung von Wi-Fi 6. Auf der linken Seite in dem Bild, wie wir schon alle kennen, gibt es die Technologie eben vom BSS Coloring, von dementsprechend Quadraturmodulation, von der Amplitudenmodulation, um gewisse Performance überhaupt zu schaffen mit 1024 QAM. Das UFDMA, wo es darum geht, Multiple Access, zeitgleich mehrere Geräte bis zu 37 eigentlich mit unserer Software und gewissen Access Points können wir eben bis 37 gleichzeitig zur selben Zeit funken lassen, was natürlich auch einen großen Vorteil hat gegenüber den Wi-Fi 5 und 4 Standards. Das ist jetzt genauso eigentlich gleich bei 6E auf der rechten Seite. Was wir aber bei 6E dazu bekommen haben, sind eben in Europa, wie auch Schweiz, haben wir ein neues Spektrum dazu bekommen. Das heißt, dass wir schon kennen mit 5 GHz, geben wir jetzt oben noch weiter 500 MHz bis auf 6,425 GHz. Wir haben dort definitiv ein sauberes und ein reines RF-Spektrum, wo wir nicht Radar detekten müssen, wo es keine alten Clients gibt. Da steht auch No Slow Devices. Das heißt, dieses Frequenzband auf der rechten Seite kann nur von neuen Geräten verwendet werden. Das ist wirklich ein Spektrum, das ich ausschließlich für neue Geräte verwenden kann. Das heißt aber nicht, dass wir dann was heißt das dann für die alten Geräte? Aber darauf komme ich vielleicht noch etwas später näher zu sprechen. Security Upgrade haben wir dazu bekommen. Da geht es darum, dass wir jetzt WPA 3 als Mandatory haben. Hier gibt es keine Möglichkeit, mit WPA 2 zum Beispiel mein Wi-Fi zu verschlüsseln. Wie sieht das aus auf der Weltkarte? Schematisch dargestellt, wie sieht es aus mit der Adoption und der Verfügbarkeit? Schweiz sieht man ganz, ganz klein in der Mitte, würde ich fast sagen, von der Welt hier auf der Karte. Auch hier 500 MHz hellgrün gekennzeichnet. Das ist auch schon verabschiedet und quasi freigegeben von den Regulatorien. Und wenn man hier ein bisschen spezifischer reinschaut in den Kanälen auf der obersten Seite, eben Amerika hat etwas mehr.
Wir werden schauen, was wir in Europa und in der Schweiz noch dazu bekommen. Aber wie man ganz einfach schon sehen kann, habe ich oben schon eigentlich viel mehr Möglichkeiten, hier jetzt nicht nur 3x oder 4x 20 MHz Kanäle zu verwenden, die nicht radar-detected sind, sondern ich habe 24 20 MHz Kanäle. Ich kann hier auch sinnvollerweise eigentlich auch schon in gewissen, wenn man gewisse Anforderungen hat an Bandbreite, auch bereits auf 40 MHz ohne Probleme gehen, auch 80 MHz. Bei 160 würde ich mal sagen, mit 3 Kanälen hätten wir das gleiche Problem wieder, wie wir immer schon hatten mit 2,4. Aber ich gehe davon aus, dass wir hier auch wie in Amerika mehrere 160 MHz Kanäle noch dazu bekommen. Und so vielleicht das Vergleich, was bedeutet das eigentlich so? Na gut, jetzt haben wir mehr 80 und mehr 160. Da geht es eigentlich darum, wie viel Bandbreite kann ich dann einem Client oder mehreren Clients zur Verfügung stellen. Und da sprechen wir bei 160 MHz. Da haben wir schon Tests gemacht in einem Live-Call bei uns intern in Cisco mit einem 6E-Telefon. Und da haben wir 1,6 Gigabit pro Sekunde am Telefon herunterladen können. Also wie man sieht, geht es hier wirklich in mehr als 1 Gigabit Bereichen. Bei 20 MHz sind wir ungefähr so bei 130, 140 und dementsprechend ist das dazwischen dann eben abzuhandeln. Je nach Bedarf bei Ihnen im Enterprise-Umfeld oder auch Spitäler-Umfelder, dann überlegt man sich dementsprechend halt, wie viel Bandbreite man eben zur Verfügung stellen möchte. Wir haben im 6 GHz Band aber auch neue Regulatorien oder neue Sendeleistungen, wenn ich mal so ausgehen darf. Das sind einfach verschiedenste Access Point Typen, also Device Classes, wie man hier lesen kann, auch von links nach rechts. Wir werden am Anfang mit Low Power und Very Low Power, das sind die zwei Sachen, die auch freigegeben worden sind, mal starten. Hier geht es darum, dass wir hier im Low Power und Very Low Power eben kein Radar detekten müssen oder ähnliches. Bei Standard Power, da geht es dann wesentlich weiter rauf mit der Leistung noch, ist es da, erfordert es eben im Standard dann eben ein AFC, das heißt eben eine Frequency Coordination, also eine automatisierte Frequenz Coordination, wo ich eben dementsprechend die Frequenzen, die ich dann verwende, dementsprechend auch dann den anderen gegenüber halt zeigen muss und umgekehrt. Aber das ist jetzt ein Thema für die Zukunft, das werden wir auch nicht lancieren, weil es das nicht gibt bei uns noch in Europa. Deswegen gibt es da hier Low Power und Very Low Power. Unser erstes Produkt, wo ich dann gleich zu sprechen komme, ist ein Low Power Indoor Access Point. Das vielleicht ganz kurz zusammengefasst, weil das ist eben für FCC, für ETC, für alle verschiedensten Gebiete der Welt eigentlich anders. Hier für ETC ist es auch vielleicht sehr, sehr spannend, wenn wir schauen, die maximale Sendeleistung, 23 dBm steht hier. Was hier zu wissen ist, dass wir 23 dBm flat haben. Das heißt, egal ob wir von 20 auf 40, von 20 auf 80 oder 160 MHz Kanäle wechseln, verlieren wir hier nicht pro Wechsel von 20 auf 40, würden wir normalerweise 3 dB, also die Hälfte des Signales schon verlieren. Das ist bei dem neuen Low Power Access Point nicht mehr der Fall. Low Power hat 23 dBm, genau bei 20 MHz. Wir haben aber auch 23 dBm bei 160. Und wir würden jetzt nicht bei 23 dann immer minus 3 dB pro Sprung in Frequenzbandbreite verlieren. Das ist sicherlich mal gut. Weiters natürlich auch sehr, sehr interessant und spannend ist, dass der Client und der Access Point die gleiche Transmit Power zur gleichen Zeit hat. Bis dato war es eigentlich, dass der Client minus 6 dB an Sendeleistung hat gegenüber dem Access Point. Hier haben wir eigentlich eine gleiche Sendeleistung vom Access Point und vom Client. Der Very Low Power ist etwas anders mit diesen minus 8 dB. Wie man hier sieht, ist es relativ klein, sag ich mal, mit der Leistung, die ich da eben verwenden kann. Hier multipliziert sich eigentlich diese minus 8 dB mal 20 MHz mal 40 mal 80 und oder mal 160 und maximal habe ich da bei 160 die Möglichkeit, 14 dBm zu verwenden. Aber ich glaube, das Interessanteste und das, wo wir jetzt eigentlich auch einsteigen werden oder ich glaube, generell die Industrie in die Richtung geht, ist der Low Power Access Point, wo ich diese 23 dB, das heißt 200 mW, eigentlich im Client und im Access Point gleichermaßen als Sendeleistung habe. Ja, wie auch anfangs erwähnt, gibt es da auch ein Security-Update bei 6E. 6E ist einmal
nicht rückwärtskompatibel mit einer offenen oder einer WPA2-Security. Hier ist immer ganz rechts oben sehen kann, WPA3 und Enhanced Open Security. Das ist Enhanced Open Security, ist zum Beispiel, wenn Sie einen Guest Access machen möchten ohne Authentication, aber den User Traffic am Wi-Fi trotzdem verschlüsseln wollen. Was hier mandatory ist, ist eben dieses PMF, dieses Protected Management Frames, damit ich eben auch sicher gehen kann, dass eben ausschließe, dass es eine Man-in-the-Middle-Attacke gibt, um quasi diese Management Frames auch zu protecten. Ich habe dann gleich mal so zwei Use Cases gezeigt, dass Sie sehen auch, okay, was verändert sich da. Wir haben generell einen Access Point, den ich auch gleich präsentieren werde. Gibt es einen Teil, der spricht 2,4 und 5 GHz, wie Sie hier sehen auf der linken Seite, und einen Teil spricht 6 GHz. Das heißt, ich muss auch da, wenn ich dann meine SSIDs, wie zum Beispiel für Mitarbeiter auf der linken Seite oder auf rechts Employees zum Beispiel mache, dementsprechend halt berücksichtigen, okay, welche SSID oder welche Endgeräte können eigentlich schon WPA3? Gibt es noch welche, die das nicht können? Und dementsprechend muss ich halt dann meine SSIDs, meine Funkzellen so dementsprechend bauen, dass alle Clients Konnektivität haben. Aber wie man auch ganz klar rechts sehen kann, gleich 6 GHz gibt es nicht WPA2, also es gibt ausschließlich WPA3. Und in der Konfiguration vom CAT-Plus 9800 sieht man das eigentlich auch dann relativ rasch auf der linken Seite, wenn man eben die falsche Verschlüsselung für Layer 2 Security-Mode eingestellt hat, sieht man auch, dass man 6 GHz Radio nicht einmal einschalten kann. Also ich muss wirklich WPA3 auf der rechten Seite auswählen, im Dropdown-Menü, und dann kann ich rechts auch oben 6 GHz am Access Point enablen. 6E ist nicht ganz neu. 6E hat sich da jetzt eigentlich die letzten Monate schon eigentlich ganz gut fortentwickelt, auch hinsichtlich der Industrie und der Endgeräte, die wir dazu natürlich benötigen. Wie auch schon die letzten, sagen wir mal 20 Jahre, ist das immer so die Industrie bringt natürlich neue Telefone, neue Chipsets für Laptops, für iPads und Co. heraus. Und dementsprechend ist es immer so ein Lifecycle natürlich, bis jeder mal ein neues Gerät kauft. Und dementsprechend gibt es natürlich schon immer mehr 6E-Geräte am Markt. Auch es gibt schon Kollegen von mir, die sogar ein 6E haben. Ich habe noch keins, aber mein Access Point kommt auch erst in 4 Wochen. Also ich habe noch Zeit, mir eines anzuschaffen, auf dementsprechend dann eben auch auf 6E funken zu können. Aber wie man hier sieht, gibt es eine Vielzahl, und deswegen haben wir auch Anfang Februar bereits unseren neuen Access Point, den Wi-Fi 6E Access Point von Cisco, announced, public, da es natürlich den Need gibt aufgrund der schon bestehenden Geräte, wie auch der standardisierten Standards, dass wir dementsprechend auch ein Produkt lancieren. Da kurz zusammengefasst, eigentlich unser ganzes Portfolio. Catalyst ist ja alles, was im Campus irgendwo zur Verbindung von Clients verantwortlich ist, sei es Switches, sei es Access Points, wie in dem Fall alle 9100er sind eigentlich Access Points. Die Serie 05, 15, 20, 24, 30, das sind eigentlich die der letzten 3 Jahre, die wir announced haben, die Geräte 91, 24, der Outdoor Access Point kam letztes Jahr. Das ist eben der vorletzte Access Point, den wir herausgebracht haben. Und heute geht es eigentlich um den Access Point, den Sie in der Mitte hier sehen, auch etwas größer gezeigt, den Catalyst 9136, unser erster Wi-Fi 6E Access Point mit einem Hexa Radio. Und was das Ganze im Detail ist, schauen wir uns natürlich gleich einmal an. Hexa klingt natürlich mal nach sehr viel. Ja, unser Wi-Fi 6E Access Point hat die Möglichkeit, hier bis zu 16 Spatial Streams zu bauen. Das heißt, ich habe dementsprechend ein 2,4 GHz Radio eingebaut, dediziert. Ich habe 2x5 GHz, wie wir es auch kennen vom 9130er Access Point. Das können wir dann entweder verwenden als Dual 5 GHz oder wir können die 2,5 GHz Radios zu einem 8x8 Super 5 GHz Radio bauen. Was jetzt neu ist, hingegen natürlich, wenn man vergleicht gegenüber den 9130, dass wir jetzt einen dedicated auch 6 GHz Radio hat. Natürlich benötigen wir ein dedicated Radio, weil alles andere ist nicht mehr miteinander kompatibel. Also die
ersten drei Radios, die wir haben, sind verantwortlich für die Rückwärtskompatibilität zu alten Geräten oder zu aktuellen Geräten herstellen zu können. Und das 6 GHz Radio ist für alle neuen Geräte für Wi-Fi 6E zuständig. Wir haben dann noch ein dedicated AI und ML Scanning Radio, was ich dann noch gleich vorstellen werde, wie auch natürlich ein BLE-Radio, um hier die ganze Story rund um Dini Spaces, wie kann ich Occupancy in meinen Meetingräumen zum Beispiel anzeigen, um eben hier Daten über BLE auch konsumieren zu können. Wir haben hier verschiedenste PoE-Möglichkeiten und ich habe auch ganz unten, wie man sehen kann, einige IoT-Capabilities, wo es darum geht, gewisse Sensoren zu verwenden, um mit dem Access Point jetzt noch einen Schritt weiter zu gehen, weil ich habe, glaube ich, die letzten Male schon immer wieder erzählt, wir wollen eigentlich mit dem Access Point mehr als nur Clients connecten. Ja, wir können Applikationen hosten, wir können Daten von BLE-Geräten konsumieren, um diese dann über den Application-Teil im Access Point weiterzugeben an Dini Spaces. Aber wir gehen jetzt mit dem Access Point noch einen Schritt weiter, was ich im überübernächsten Slide noch weiter im Detail erzählen werde. Da kurz zusammengefasst, eigentlich zum Mitnehmen, auch als Referenz, wenn es darum geht, okay, welcher Release ist dieser Access Point supported? Prinzipiell ist der Access Point ab 17.7.1 supported. Wir werden aber für die Schweiz erst ab 17.9, ist meine letzte Information, auch den Chip dementsprechend halt eben freigeschalten haben, um das 6 GHz Radio verwenden zu können. Das ist jetzt nicht weiter schlimm. 17.9 ist bereits in einem EFD bei uns, das heißt für eine Field Trial. Also dauert es nicht mehr so lange, bis die Software dann auch verfügbar ist, um diese auch zu verwenden zu können. Dann hat man eben genau die Informationen, was man eben physikalisch Up- und Downlink bis 37 User mit dem Radio zusammenschafft. Das ist eigentlich mehr zum, sage ich mal, dann auch nachlesen und einfach mal so als Referenz zu haben, was der dann nicht alles an Power kann. Sicherlich spannend ist, wie immer, unser Bracket. Unser Bracket hat sich natürlich nicht verändert, Gott sei Dank. Das heißt, Sie können dieses Bracket 1 und Bracket 2, das Sie schon verwenden, für alle älteren Access Points, es ist 9100 der aktuellen Serie, wie auch 2800, 3800, können Sie die Access Points einfach replacen, ohne hier auch noch mechanischen Aufwand zu betreiben. Ja, da geht es weiter eigentlich schon, das habe ich zuerst nicht ganz erzählt, absichtlich. Da geht es darum jetzt um PoE-Ports. Wir haben hier 2x5 Gigabit PoE-Ports. Diese zwei Power-Ports können Spannung und wie auch Strom von zwei verschiedenen Quellen konsumieren. Das heißt, wenn eine Quelle von den beiden fällt, wird er, der Access Point, seamless übernehmen. Das heißt, es ist kein Impact, er bootet nicht, er macht einfach einen Stateful Switchover zwischen diesen beiden Quellen von Strom. Weiters verwende ich diese zwei 5 Gigabit Ports noch dazu, falls ich diesen Need habe, auch quasi die Bandbreite, die ich dann produzieren kann mit dem 6E Access Point, auf 2x5 Gigabit auch einen Link Aggregation zu machen, dass ich eben 10 Gigabit vom Access Point zum LAN transportieren kann. Console-Port, das ist jetzt nichts Spannendes. Ja, das ist nach wie vor oben. Aber was viel Spannendes ist eigentlich diese Sensoren, die wir eingebaut haben. Wir haben dann auch noch eine Demo dafür vorbereitet. Mit diesen Sensoren können wir Luftqualität zum Beispiel messen, Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Und da geht eigentlich ganz klar die Reise weiter, dass wir unsere Infrastruktur nicht nur für Wi-Fi verwenden, wie ich auch schon angesprochen habe, sondern immer mehr. Und jetzt sind sogar Sensoren, die ich eigentlich bis vor kurzem noch über BLE connecten musste auf meinen Access Point, eigentlich schon integriert in meinem Access Point. Und ich kann mit der Wi-Fi-Infrastruktur eigentlich sehr, sehr gute Visibilität über Luftqualität, aber auch Temperaturen zum Beispiel bekommen. Der Access Point ist natürlich aufgrund der Performance und aufgrund der Radios, die natürlich da drin verbaut sind, etwas größer, würde ich mal sagen, als ein 9130er. Das soll aber nur darstellen, dass eigentlich so einfach ein Gefühl bekommen, okay, wie schauen die Access Points aus von der Größe. Das ist jetzt ungefähr in der Größe, wir sind 4800er, aber bei weitem natürlich nicht so, ich sage bewusst klobig, sondern die 9100er Serie ist dementsprechend von einem namhaften Designer designt worden und dementsprechend auch
sehr smart und dementsprechend auch schön anzusehen. Wir haben kurz gesehen im Access Point, dass der Hexa-Radio hat, dass der Dedicated Radios zur Verfügung hat für 2,4, 5 GHz, 6 GHz. Wir haben im 9120er und 9130er Access Point und 9124 bereits diesen RF-ASIC eingebaut. Dieser RF-ASIC war oder ist in 9120, 30 und 24 der Dedicated Radio, der nichts anderes macht, als am Spektrum quasi zu hören. Einerseits, wenn es darum geht, ganz rechts unten am Bild zu sehen, Wireless Intrusion Detection and Prevention. Das ist sicherlich eines der mitunter heißesten Themen, wenn es darum geht, okay, ich habe ein Radio, das ständig zuhört und mich informiert und auch die Information gibt, wo sich denn diese Attacke nicht für Layer 1 befindet. Ich habe natürlich Möglichkeiten, mit diesen RF-ASIC aber auch Interferers zum Beispiel zu detektieren, es zu verwenden für Fast Locate. Fast Locate ist natürlich interessant, wenn ich gewisse Location-Based Services anbieten möchte, dass ich da eine höhere Update-Rate habe, um das auch nicht mit einem entsprechenden Blue Dot zu sehen auf einem Web, sondern halt eben Real-Time. Das haben wir aber im Wi-Fi 6E erweitert, in dem Access Point. Wir nennen ihn nicht mehr RF-ASIC, der das Dedicated Radio hat, sondern bei uns ist es jetzt eben ein Cisco Clinia Pro Chip, der auch nichts anderes macht wie der RF-ASIC, der ständig nur zuhört und keinen einzigen Client connected, was natürlich den Vorteil bringt. Hier können wir ständig, ohne dass wir Clients impacten, das Spektrum analysieren. Wir können Kanäle scannen, wir können Kanäle umschalten aufgrund der Information, wir können aufgrund von Interferenzen das umschalten. Und wir gehen da jetzt noch weiter und bringen da AI und ML, also Artificial Intelligence und Machine Learning mit hinein, um ihr noch mehr Funktionalitäten hineinzubringen. Das werde ich in einer der nächsten Sessions im Detail präsentieren. Da wir sonst, glaube ich, heute nicht fertig werden, aber andererseits brauchen Sie auch noch einen Teaser fürs nächste Mal, auch wieder dabei sein zu können und auch zu wollen. Was wir aber gleich bringen, auch für alle 9100er, das ist schon öfters auf meinen Slides gestanden, auch von Kollegen, das ist eigentlich dieses DFS, das ist eben, wo es darum geht, die Dynamic Frequency Selection zu machen für Radar-Detected Kanäle. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeiten, einerseits natürlich am 6E Access Point mit diesem Scanning Radio, was eben AI und ML macht, das zu tun, aber auch mit RF-ASIC, dass wenn wir Radar-Detection oder Aktivität sehen auf gewissen Kanäle, sehen wir in der Mitte im Bild, gibt es dann Exclusion Channels und Inclusion Channels. Und das heißt, wenn der Access Point zum Beispiel auf 140 ist, und wir wissen aber, dass das excluded ist, weil da gibt es Radar-Detection auf diesem Kanal oder wir hatten schon mal eines detektiert, kann er dann definitiv gleich auf 136 moven, weil wir wissen, 112 bis 120 und 136 ist nicht detected worden. Also diese Funktionalität mit RF-ASIC und diesem Dedicated Radio hilft uns noch weiter, um eben auch im 5 GHz Spektrum mehr Kanäle zu verwenden und diese dann eben nicht fälschlicherweise umschalten, obwohl wir gar kein Radar detekten. Oder dort, wo wir jetzt schon haben, ein Radar detected, inkluden wir oder exkluden wir die Channels. Das ganze 6E-Thema ist natürlich in Dini Center integriert, weil wie wir es auch schon vom Wi-Fi 6 kennen, ist es ja eine Zeit, die es benötigt, gewisse Clients aufs Netzwerk zu bekommen. Und das möchte ich natürlich auch prüfen, auch die Readiness meines Netzwerkes erkennen, um zu sehen, okay, wie viel Wi-Fi 6E oder Wi-Fi 6 Clients, Access Points habe ich in meinem Netzwerk, um dementsprechend auch handeln zu können, um mein Rollout schneller voranzutreiben, wenn ich sehe, okay, meine Clients haben gewechselt, weil ich habe gerade, ich weiß nicht, 50% meiner Clients lifecyclen können und dementsprechend kann ich mein Netzwerk dann auch kontrollieren und prüfen, und dementsprechend Handlungen setzen. Das Spektrum, was mit dem 6E Access Point möglich ist, ist natürlich jetzt groß, weil ich kann vom Kanal 1 von 2,4 GHz bis 233 alle Kanäle mir eigentlich ansehen mit diesem Dedicated Radio und dementsprechend kann ich oben rechts, sieht man dann 6 GHz Spektrum, 2,4 und 5, sonst wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu groß zu sehen, kann ich hier, wie auch mit einem 9130 oder 20, kann ich hier sehen, wie belegt sind denn meine Kanäle.
Und das kann eben dieser Access Point oder diese Access Point Typen, und das ohne fortgehen zu müssen, ohne Spektrumanalyse vor Ort machen zu müssen, sondern ich mache das einfach aus Linie Center und kann dementsprechend selbst handeln oder das System handelt das für mich. Wir haben, wie auch bei unseren anderen Access Points, natürlich eine Intelligent Capture Funktionalität. Für alle, die das noch nicht kennen, vielleicht ist das ist eine Funktionalität, wo ich in Real-Time, ich kann es schedulen, ich kann das direkt live starten. Ich habe aber auch hier eine Anomaly Detection. Ich muss das mal kurz weiterklicken, weil ich glaube, das ist ein bisschen animiert. Genau. Das in der Mitte sehen Sie Onboarding Events, Anomalie, ganz klein geschrieben. Anomalie detekten wir zum Beispiel, wenn der Key Exchange ein Problem gibt oder die DHCP-Adresse nicht bekommen hat, wird automatisch ein BCAP-File, also ein File, das ich dann importieren kann in Wireshark, abgelegt in DNS Center, automatisch, ohne das selbst machen zu müssen. Und dementsprechend fällt es mir auch dann leichter, wenn es ein Problem gegeben hat, hier auf dem Bild mit der Chris Smith, es kann natürlich auch der Adrian Wenger sein, dann kann ich dort zum Beispiel gleich direkt hineinschauen und sagen, okay, das war ein Problem zwischen 14 und 15 Uhr. Ah, ich sehe auch, ich habe hier Anomalie detected und kann diese Anomalien, die DNS Center mit unseren Access Points gesehen hat, direkt herunterladen auf meinem Laptop und sofort die Analyse starten. Wir gehen beim 9136 dann noch weiter wie beim 9130er. Die beiden sind in der Lage, Full Data Packet Captures zu machen. Hier können wir mit Intelligent Capture eben nicht unter Anführungszeichen nur Onboarding Events wie Assoziierung, Authentication sehen und auch in Wireshark laden, sondern hier geht es wirklich bis zu den User-Daten, die ich dann wirklich sehr, sehr einfach in mein System bekomme, ohne wohin gehen zu müssen. Das ist einer meiner Lieblings-Views fast, was ich da jetzt gewinne eigentlich von meinen 91, 20, 30ern und auch 36er Access Points, wo es darum geht, gewisse Threads, die ich eben sehe auf meinem Netzwerk. Das kann einerseits sein, einfach nur Honeypot oder Rogue on Wire. Da geht es auch darum, ich habe jetzt Rogue Access Point oder ein Rogue Access Point on Wire gesehen. Aber es gibt auch Attacken auf Layer 1, die es darum geht, dann ja Association Flooding, Authentication Flood, das eigentlich zur Folge hat, dass ich eben dementsprechend meine eigenen Geräte gar nicht mehr assoziieren kann, wenn ich so eine Flooding-Attacke erfahre. Und dementsprechend sehe ich das auch dann sofort in meinem Spektrum mit diesem Dedicated Radio halt ständig, ohne ein Client Serving Radio umschalten zu müssen. Und dementsprechend kann ich jederzeit sehen, okay, wo, auf welchem Standort, wo ist das entstanden? Ich gehe dann eigentlich noch weiter und ich kann das dann sogar noch lokalisieren. Das Lokalisieren geht dann mit Hilfe von DNS Spaces, wo ich dann eben einerseits Rogue Access Points detektieren, lokalisieren kann. Ich kann aber auch Clients, ich kann auch Interferers lokalisieren und all diese Sachen. Migration von Wi-Fi 3, 4, 5, würde ich mal sagen, bis auf 6E sind sicherlich ein, zwei Dinge, die man schauen sollte, bevor man eben startet. Das Wichtigste, würde ich mal fast sagen, wäre mal so der Reality-Check in der Infrastruktur von unserem Switch, von unseren PoE-Requirements. Welche PoE-Power haben wir da zur Verfügung? Haben wir hier 15,4 Watt? Haben wir 30? Haben wir 60? Haben wir 90 Watt? Das wäre einfach da dementsprechend einmal sehen, wo da vielleicht schon nicht Probleme, es gibt nämlich kein Problem, Gott sei Dank dazu, aber wir haben gewiss mit Abstrichen dann mitunter zu handeln. Dementsprechend natürlich zu sehen, ganz links einmal natürlich Regulatoren zu sehen, okay, das ist schon mal geprüft, Low Power Access Point, das haben wir und dementsprechend vielleicht auch noch zu sehen, okay, benötige ich ein M-Gig Board, brauche ich 2,5, habe ich vielleicht schon 2,5 M-Gig in meiner Infrastruktur oder möchte ich schon 5 Gig oder 10 Gig zum Beispiel haben. Je nachdem, was Sie für Use Cases haben, ist jetzt nur ein Telefon, ist vielleicht nicht möglich oder nicht notwendig, 5 Gigabit zu haben. Wenn Sie sagen, nein, bei mir ist Wi-Fi only und jeder Mitarbeiter transportiert wirklich große Daten oder in Spitälern, wenn Sie dann mit diesen Brillen einmal tätig werden und dementsprechend MR-Bilder, Magnetresonanz zum Beispiel, sich anschauen möchten, dann wird es natürlich schon Zeit, vielleicht von 1 Gig auf 2,5 auf 5 Gig zu gehen.
Ich habe gesagt, das ist kein Problem, die Power. Nein, das ist nämlich Gott sei Dank kein Problem, wie wir hier sehen auf der rechten Seite. Wenn wir alles verwenden möchten vom neuen Access Point Wi-Fi 6E 9136, benötigen wir um die 47 Watt. Das heißt, wir benötigen hier mehr als PoE Plus. Wenn wir aber mit PoE Plus starten, dann sehen Sie auch hier in der mittleren Zeile, dass wir mit 24,4 Watt auskommen. Wir schalten hier zum Beispiel dann gewisse Interfaces einfach ab oder regeln die 5 GHz Radius dann von 8x8 oder 4x4 auf 2x2. Was wir hier aber erweitern werden mit dem neuen Code 17.8, das ist auch kurz davor auch public zu werden, der Code von uns, wo wir das eben als IT selbst einstellen können. Was möchten wir denn mit diesem Access Point machen? Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt 9136 gerne hätte und zum Beispiel noch keinen Client in Verwendung mit 6 GHz, dann könnte ich sagen, in dem neuen Softwarecode von uns, ich schalte nur das 6 GHz Radio ab, weil ich es einfach nicht benötige im Moment, komme automatisch dann auch gleichzeitig zurecht mit meinen 30 Watt, die ich vielleicht schon noch habe. Und ich kann mir dann als nächsten Step dann überlegen, okay, wie kann ich meine Infrastruktur zum Beispiel ändern, dass ich dann eben, wenn meine Clients auch gelifecycled werden, auch dementsprechend nach oben bringen. Also ich kann hier wirklich, wie ich es benötige, mit dem Ganzen wachsen. Ich kann gleich starten mit dem Vollen, wenn ich die Leistung zur Verfügung habe oder wenn ich gerade beides lifecyclen möchte, Access Points und die Switching-Infrastruktur. Ansonsten kann ich hier auch ganz leicht starten mit PoE Plus und zum Beispiel 6 GHz abschalten. Gut. Dini Spaces. Dini Spaces ist so mein zweites Steckenpferd, würde ich sagen. Es ist genauso in meinem Verantwortungsgebiet mit Wireless. Hier haben wir mit dem neuen Access Point und der besagten Möglichkeiten ein ganz neues Möglichkeitsumfeld hier dementsprechend noch zurück an Dini Spaces Informationen zu schicken. Hier geht es wirklich darum, wirklich Air Quality, Humidity und Temperatur. Das sind so ganz gute Daten, die wir gut verwenden können, um gewiss smarter zu sein in unseren Gebäuden und dementsprechend auch unseren Mitarbeitern, unseren Gästen mehr anbieten zu können, als wir vielleicht im Moment schon haben. Dazu werden wir in Kürze, das heißt Anfang Mai, werden wir das neu announcen, also was Sie auf der linken Seite sehen, werden wir Smart Workplaces von Dini Spaces lancieren. Das heißt, Dini Spaces wird mit der Lizenz ACT, es gibt ja drei Lizenzen in Dini Spaces, die Lizenz ACT bekommt eine Zusatzfunktion mit hinzu. Also wenn Sie die ACT noch nicht haben, das wäre sicherlich ein Grund, das sich näher anzusehen. Hier machen wir es Ihnen möglich, um gewiss mit Touchscreens, auch in Wallisellen bei uns bei Cisco werden wir das gerade installieren und teilweise sind schon die Panels installiert, um gewiss zu sehen, ich komme ins Büro, wir haben zum Beispiel Open Space Policy, um zu sehen, okay, welcher Meetingraum ist offen oder frei gerade und kann sofort auf einen Blick sehen, okay, wo gehe ich überhaupt hin, kann ich den gleich buchen, wenn ich vor der Türe stehe, und das zeigen wir am besten in einem kleinen Video, um sich das besser vorstellen zu können. Hey there, hybrid worker. It's kind of a whole new work environment these days, which calls for some updated rules of etiquette. Luckily, Cisco Smart Workspaces can help you navigate the do's and don'ts of today's workplace. Maybe it's your first time in the building. Don't just randomly pick a place to start your day. Smart Workspaces let you know which areas might have better air quality and less people. But the real showstopper is the interactive Cisco Rich Map. Just use the touchscreen to find the location of everything important. Conference rooms, open desks, kitchens. There I am. Yep, you even found you. You've got the hang of it already. Thanks. Excuse me, how would I get to the infinite light and peaceful meditation room? I feel like it would be glowing, you know? I'm just kidding. Now that permanent desks might be permanently gone, Smart Workspaces let you find a desk that works the way you do. Near your coworkers, away from your coworkers, or just away from that guy who's never heard of headphones. Hashtag rude. Nice choice. Happy spreadsheeting. Facilities managers can check air quality, see room occupancy, and easily stay on top of all the facilities
without being a nosy hall monitor? Because Cisco Smart Workspaces combines data from WebEx devices, IoT sensors, and Meraki cameras, all through existing Cisco access points and switches that puts you in control. Whoa, looks like third floor is partying like it's 1999. Better alert the cleaning crew. Nice job. Smart Workspaces gives coworkers a safe, smart, and seamless experience all throughout the office, like conference rooms. Don't be a creeper McLurkerson waiting outside to grab the room. Nobody wants to be that person. Weird. Now you can see which rooms are available, then book the one that works for your needs. Now it's all yours. It's mine, baby. This conference room is mine. Well, for the next 30 minutes at least. We should probably get the meeting started. Yeah. So no matter if you are working at the office or in charge of it, Cisco Smart Workspaces is helping to make your workplace work a little harder for you. Okay, vielen Dank, Patrick, für die Entscheidung des Videos, was auch brandneu ist. Wie mir gut gesehen hat, es geht wirklich darum, wie kann ich meinen Mitarbeitern es wirklich smarter machen und wie kann ich vor allem gewisse No-Shows in Meetingräumen verhindern. Oft, wenn ich Gespräche führe mit Unternehmen, gibt es also Aussagen von 30-35% von No-Shows an Meetingräumen. Das heißt, 30-35% sind gebucht, obwohl gar keiner reingeht. Und dementsprechend wollen wir es möglich machen, mit Dini Spaces Smart Workplaces, um dieses eben nicht zu haben, um das auch zu prüfen, wenn er gebucht ist, keiner hineingeht, dass man die wieder verfügbar macht und dementsprechend einfach attraktiver ist zu seinen Mitarbeitern, um hier gewiss auch die Workforce voranzutreiben und nicht beschäftigt damit zu sein, wo kann ich jetzt hingehen und da benötige ich vielleicht 20-30 Minuten für nur etwas zu suchen. Also das soll wirklich das Ganze öffnen und noch smarter machen. Und ich hoffe, dass ich dich bald auch in Person wieder begrüßen darf in Wallisellen. Dann können wir das vielleicht auch schon live im Office bei uns in Cisco Wallisellen präsentieren. Wie sieht das technisch aus? Die Sensorendaten von der rechten Seite gehen über den CAPVAP-Tunnel, über zum Catalyst 9800, dann über DTL und HTTPS in Dini Spaces. Das ist eben so, wie wir auch bereits die Sensordaten von Billy zum Beispiel zur Verfügung stellen. Also hier geht es wirklich immer über den Dini Spaces Connector. Das ist ein Stück Software, das Sie installieren bei Ihnen in einer virtuellen Umgebung und dementsprechend eine Connect-Herrschaft herstellt zwischen dem On-Premise, was Sie eben bei Ihnen haben, von Sensoren, Access Points, WebEx bis hin zu Dini Spaces. Wenn wir uns das kurz anschauen möchten, auch noch in Dini Spaces Dashboard, habe ich dann diese Möglichkeit auch natürlich einfach nur als Daten zu sehen. Ich kann die Daten dann weitergeben an Drittsysteme zum Beispiel. Vielleicht haben Sie schon von Real Estate zum Beispiel ein System, wo Sie gewisse Sachen schon sehen und verwenden. Wir können über gewisse APIs diese Daten natürlich auch zur Verfügung stellen, um diese auswertbar in andere Software zum Beispiel auch machen zu können. 9136 hat neben den Funktionalitäten von den Sensoren und Dini Spaces auch die Möglichkeit, wie alle 9100er Access Points ein Docker-Image zu hosten auf dem Access Point, um zum Beispiel von Ihnen, Sie können Ihre eigene Applikation schreiben, Sie verwenden dann Ihren eigenen USB-Connector, das kann ein BLE-Dongle sein, das kann ein Ultra-Wideband-Dongle sein, das kann eigentlich jeder RF-USB-Dongle sein, den Sie benötigen für Ihre Applikation und dann zum Beispiel Applikationen, wie ich es vielleicht im nächsten Blatt kurz zeige, eben realisieren zu können. Auf der linken Seite gibt es Electronic Shelf Labeling, da geht es darum, um Retailer hier damit ausstatten zu können, dass die Wi-Fi-Infrastruktur ist quasi mein Gateway, worüber ich dann diese Shelf Labels, das sind einfach diese Etiketten, die ich bei jedem Artikel dann elektronisch zur Verfügung stelle, auch bedienen kann. Also mit neuen Preisinformationen zum Beispiel wipen kann. Es geht ja so weit, dass ich, weiß nicht, ich habe jetzt auf Lager beim Retailer gewiss halt viele Bananen angenommen und ich habe schon wieder, weiß nicht, viel zu viel, die kommen. Da kann ich sofort innerhalb von Sekunden, würde ich fast sagen, einen Price Change machen, eine Stunde bevor wir zusperren und dementsprechend halt Kunden
damit wir Benefit geben. Wir gehen aber auch noch weiter in gewisse Healthcare-Bereiche, wo wir gewisse Wearables, gewisse Uhren zum Beispiel verwenden für die Patientenüberwachung, Tag ein, Tag aus, 24 Stunden, um gewisse Sachen zu erkennen, bevor sie passieren. Und hier geht es eigentlich auch in Studien so weit schon, dass man eben Schlaganfälle erkennt, bevor sie passieren, was natürlich key ist. Und das ermöglichen eigentlich Technologien von unserer Infrastruktur mit der Intelligenz von Applikationen. Das kann, wie gesagt, Ihre sein oder von Herstellern, die Sie hier lesen. Und gemeinsam verwenden wir eine Infrastruktur und können Use Cases eben weit, weit weg auch noch vom Wi-Fi ermöglichen. Software-Check, wie gesagt, 17.7, Schweiz 17.9. Dementsprechend sehen Sie halt eine Matrix. Ich gebe das eigentlich unter Anführungszeichen nur als Referenz dann auch weiter, dass Sie einfach auf einem oder auf mehreren Slides, da habe ich noch ein paar ausgeblendet, dass Sie dann sehr, sehr einfach sehen können, okay, welche Access Points, welche Software-Release, ab wann kann ich denn loslegen? Aber wie Sie hier sehen, können wir eigentlich mit 17.7 können wir sofort auch starten mit 91.36. 91.36 agiert dann einfach als 2,45 GHz Access Point und 6 GHz ist abgeschaltet. Was vielleicht beim ersten Schritt auch noch egal wäre, aber wenn es darum geht, ich benötige jetzt dringend Access Points in den nächsten paar Monaten, dann könnte ich das in Erwägenheit ziehen, um das einfach als nächsten Schritt zu nehmen, weil Wi-Fi ist bekanntlich eine Technologie, die immer wächst, aber meistens habe ich die auch länger als ein, zwei Jahre, sondern da sprechen wir meistens so 5, 7, vielleicht noch länger an Jahren, wo ich diese Infrastruktur benötige oder auch habe. Dementsprechend kann ich mit dem 9136 eigentlich heute schon loslegen, vielleicht auch mit weniger Power, Budget in meiner PoE-Infrastruktur und Software, aber ich kann hier wirklich auf etwas aufbauen, das dann eben auch dementsprechend im Lifecycle weitergeht. Die Key Takeaways, ich sage mal, wichtig ist sicherlich zu verstehen, dass es eine Extension ist von Wi-Fi 6, das wir schon kennen die letzten Jahre, würde ich mal sagen, seitdem wir die ersten herausgebracht haben, wo wir ein neues Spektrum zur Verfügung gestellt haben, um dort dementsprechend mehr Kanäle, größere Bandbreiten über größere Kanäle einfach bewerkstelligen zu können. Und dass es eben Coexisting ist, WPA3, das ist ganz klar ein Benefit sicherlich auch von dieser Solution, dass wir einfach alles Alte nicht mehr reinbekommen. Wenn es alte Geräte gibt, die das nicht können, habe ich gezeigt, können wir einfach auf 5 GHz, auch 2,4 GHz dementsprechend connecten lassen. Ja, und ich hoffe, es gibt viele Fragen und dementsprechend würde ich zurück ins Studio schalten zum Patrick und vielleicht gibt es schon ein paar Fragen, die wir noch gemeinsam beantworten können. Ja, Robert, es ist relativ ruhig. Eine Frage hat es zu den Channels, wie dort die Planung aussieht in der EU wegen zusätzlichen Channels im 6 GHz Spektrum. Hast du da schon Infos, weitere Infos dazu? Wie nah das wir sind oder wie weit weg? Ja, es wird noch ein bisschen dauern, würde ich mal sagen. Es ist da immer, ja, zweites Halbjahr, ja, schauen wir mal, also zweites Halbjahr 2022, vielleicht wird es auch 2023, also ich bin jetzt nicht ganz in der IEEE-Organisation behaftet, aber ich gehe mal davon aus, es ist abhängig natürlich von gewissen Regulatoren, dass sie das dann auch bekommen dementsprechend. Aber ich sage mal, die Kanäle, die wir jetzt schon von Stand jetzt bereitgestellt bekommen, ist natürlich dementsprechend schon massiv besser und vielfältiger, als wir es zuerst haben, ohne irgendwelche Geräte, die uns dann vielleicht ausbremsen, sondern wir können wirklich bei 80 MHz Kanäle können wir, also Netto-Datendurchsatz würde ich mal sagen, so zwischen 7, 8, 900 Megabit schon transportieren und ich sage mal, das ist schon richtig schnell und Richtung 160 wird es dann dementsprechend gehen, nachdem wir das aufmachen können in der EU, in der Schweiz. Jetzt sehe ich gerade im Chat, hat es noch Fragen gesehen. Wie es mit den Lieferfristen aussieht vom 9136er im Vergleich zum 9130er als Beispiel. Kannst du dazu etwas sagen?
ist eine gute Frage, das ist jeden Tag verändert natürlich. Ich bin ein bisschen vorsichtig, also am besten, wenn es darum geht, einfach direkt mit dem Account Manager in Verbindung zu gehen. Was ich soweit einmal sagen kann, ist der 36er, glaube ich, ein bisschen besser als manch anderer 9100er Access Point in der Lead Time. Ja, das kann ich soweit einmal vorwegschicken. Also 6E Access Points sind jetzt nicht die mit der längsten Lieferfrist. Das, es gibt dann andere Modelltypen, dort wo wir halt mehr Lieferzeit schon haben im 9100er Portfolio. 36er ist noch einer der besten, würde ich sagen. Ja. Dann vielleicht eine Frage, die du auch kannst beantworten. Welches iPhone wird Wi-Fi 6E unterstützen? Das weiß ich nicht. Okay. Habe ich vermutet. Ja, das hätte ist ja können bei Apple nicht immer, man weiß ja nicht einmal, welches iPhone, ob es 4x4 hat oder 2x2, das muss man auch immer über Umwege. Also das weiß ich leider wirklich nicht, aber ja, nein, also vor September passiert meistens bei Apple nichts. Also ich denke mal, womöglich wird es da was geben. Ja. Mhm. Das ist gut. Ich glaube, das sind etwa so alle Fragen gewesen. Ich schaue nochmal schnell, ob etwas noch reinkommt. Das sieht nicht der Fall aus. Dir schon mal herzlichen Dank und ich mache noch kurz einen Ausblick. Dementsprechend auf die weitere Session. Ich blende schnell meine Slides noch einblenden. Und da sieht es jetzt so aus, dass die nächste Session, also wir machen jetzt im April eine kleine Pause, rein auch von den verschiedenen Viertigen, die wir haben. Dementsprechend ist die nächste Session dann über Secure Network Analytics, wo im Mai Ihnen dann stattfindet, am 18. Mai, wird dann ebenfalls auf unserer Blogseite updated und dementsprechend, ja, bleibt mir nicht mehr viel anderes übrig, wie herzlichen Dank für die Teilnahme und ja, es freut mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.